So, fertig. Was sagt Dakart? Dakart sagt, wir waren in diesem Areal hier oben. Ja, würde ich sagen, geht's jetzt in dieses kleine Island hier hinten. Wir dürfen das Island hier hinten übrigens nicht vergessen, dass hier so ein bisschen fernab vom Schuss liegt. Seht ihr das? Da können wir hinschwimmen. Das werden wir auch tun. Aber erstmal biegen wir hier scharf rechts ab und gucken uns hier in diesem Tal mal um. Das finde ich einfach nur malerisch aussieht. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht einfach nur geil aus? Aber echt, ey. Das sieht mir nach einer Treppe aus hier, die irgendwer mal irgendwann angelegt hat. Die Frage ist nur, wo führt sie hin? Peter Kobold. Ah, hier können wir eine Runde planschen. Termite. Ach, da weiß ich, wo wir landen. Das war dieser kleine Weg, wo wir die eine Termite eben oben bei der Mine umgeklatscht haben. Ey, ich wollte sagen, die Frage ist nur, gibt es da noch mehr? Da, wo die herkommen. Und es sieht ganz so aus. Mal sehen, die Aussicht müsste von hier oben noch ein bisschen geiler sein. Oh, ist das geil. Leute, guckt euch das mal an, weil ich stelle mich mal ein bisschen günstiger hin, möglichst ohne abzustürzen. Da jetzt vielleicht nicht so, aber guck mal hier so rüber, diese Felswand lang. Oh, ich liebe einfach dieses Spiel. Es ist so toll gemacht. Diese Grafik, diese Landschaft. Okay, hier waren wir schon. Okay, das ist einfach ein Screenshot, wert, wenn Jafar mal kurz aus dem Bild gehen würde. F10, glaube ich. Mal gucken. Wenn es nicht F10 war, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. War F10, okay. Ich habe nämlich überlegt, ob ich irgendwann mal so Screenshots nehme und daraus Thumbnails entwerfe für die Spiele, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich es vorhabe, vergesse ich dann wieder die Screenshots zu machen und deswegen wird es am Ende dann doch nichts. Und jetzt mitten in einem Let's Play damit anzufangen, halte ich auch irgendwie für ein bisschen sinnlos. Von daher vielleicht mit dem nächsten Risen, Witcher, was auch immer, Let's Play, werde ich das mal probieren umzusetzen. Aber wie gesagt, das ist erstmal im Moment reine Theorie. Ich fände es ganz schön. Was auch ein bisschen problematisch ist, dass es ja auch immer, man auch immer so Fonts braucht, also Schriftdesigns im Design des entsprechenden Spiels, sonst ist das ein bisschen langweilig. Und ich habe schon versucht, Risen Fonts zu finden im Internet, aber irgendwie wird das nichts. Ich frage mich, wieso YouTuber wie Gronkh oder so das machen, weil die haben ja Thumbnails, die entsprechend designt sind. Und ich frage mich, wie die das machen, weil wo haben die, sagen die diese Fonts? Und der normal YouTuber, keine Ahnung, Spieler, wie auch immer, kommt da nicht ran. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Geht doch. Kurz einen Teleporter aktiviert, das ist immer gut. Ich höre schon wieder Termiten oder so ein Viehzeug. Irgendwo, ach da oben, ja. Sieht nach einer Termite aus. Und einem Termitenkrieger tatsächlich. Das war jetzt nicht so schwierig und das auch nicht. Tja, Jafar, zu langsam. Cool wäre es, wenn Jafar und wir gleichzeitig nach dem Gegner greifen und dann beide die Beute bekommen aufgrund irgendeines Spielfehlers. Oh Gott, ich sehe einen Golem. Grab. Wow. Oh, diese Kellen von den Golems, ey. Wow. Zähes Biest, ey. Zähes Biest. Taranis. Ey, spring drauf. Ist schon geil, ne? Machen wir ein bisschen Sightseeing. Hier sind ein paar Screenshots. Vielleicht mache ich daraus damit auch so eine kleine Compilation am Ende des Let's Plays. So ein bisschen gesammelte, ja, Erinnerungen, könnte man sagen. Ein Hoch auf die schöne Landschaft von Risen 3. Klingt eigentlich nach einem Plan. Ich muss da irgendwie mal konsequent sein und dann auch immer wieder Screenshots machen. Ich vergesse es halt einfach immer wieder. Das ist das Problem tatsächlich an dieser Stelle. Ich glaube, wir pennen hier gleich mal kurz an dem Bett, das wir gerade gefunden haben, weil es sieht ein bisschen schummrig aus gerade um uns herum und ich bin eigentlich immer eher ein Freund davon, tagsüber zu reisen. Was nicht mal unbedingt daran liegt, dass die Nacht scheiße aus animiert ist oder sowas, sondern was eigentlich einfach daran liegt, dass
wenn du nachts im Halbdunkel und dann auch noch mit Sonnenlicht, was durchs Fenster reinscheint und einen blendet, da rennst du an so vielen Sachen vorbei, die hier einfach in der Welt verteilt liegen, und ich möchte halt einfach ungern darauf verzichten. Tatsächlich ist eigentlich das Problem auf Taran, dass es hier so oft blitzt und kracht, und ich meine, wir befinden uns gerade wieder unter so einer Gewitterentladung. So ganz hell ist es hier nie. Kommt man da hoch? Guck mal, wo, hier so. Ist hier was? Also man kann hier auf jeden Fall längs. Goldkehl wächst hier oben. Nur Goldkehl. Ah ja, gut. Sieht schön aus, aber das war's. Nee, gar nicht mal. Ui. Oh, schade. Ich dachte schon, was ist das denn für eine interessante Ader? Aber das war mal eine Goldader. Da kleben nur so zwei Stücke Erz drin. Schade. Ich wundere, dass Jafar hier so problemlos hinterherkommt. Ist der kleine Kerl Offroad ein bisschen besser geeignet als Bones? Weil Bones, habt ihr erinnert euch ja daran, der bleibt ja überall hängen. Der scheitert ja schon an einem Hausdach. Kommt er ja schon nicht runter. Furchtbar, ey. Das ist ein Grund, warum ich Bones nicht mehr mitgenommen habe. Außerdem, wir sind inzwischen so gut, was Zähigkeit und Heilung und dergleichen angeht. Wir brauchen Bones auch einfach nicht mehr. Bones ist immer so ein Starterhelfer, weil er einen halt heilt und am Anfang tatsächlich mehr Schaden macht als wir. So traurig das jetzt an dieser Stelle auch klingen mag. Wo muss noch der zweite? Wow, 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 wow. Alter Schwede, das kam überraschend. Wo kommt ein Captain Kroko hierher, ey? Ich wollte doch nur den zweiten toten Scavenger finden. Liegt der da hinten? Ich hab den nicht da vorne, ne? Da, rechts. Okay, da unten ist nämlich jetzt ein bisschen Meeresgetier. Oh, ey! Missvieh. Oh, sieht das geil aus. Guck mal, diese, ja, Seeterrassen würde ich es jetzt nennen. Oh, und natürlich sind auch die nicht unbewohnt. Das hätte ich mir auch schon denken können. Das finde ich tatsächlich mit einer der geilsten Orte auf Taran, ist dieses Seenplateau hier, weil es so toll aussieht, so schön animiert ist, so liebevoll. Eine wahre Augenweide der Landschaft. Wird auch definitiv in unsere Screenshot-Compilation kommen. Jaffa mag Wasser. Jaffa mag Badespaß. Kann Jaffa ein bisschen baden gehen? Nix Badespaß. Wir haben Wichtigeres zu tun. Sprach und badete selber. Halber Kräutergarten hier oben. Oh, hier da unten ist Krabi und Co. Aber hier waren wir schon. Hier ist diese komische Treppe. Ui, Jadestein. Jui! Platsch. Keine Ahnung, ob Jaffa da jetzt hinterherkommt, aber ich hatte einfach gerade mal Bock drauf. Doch, da ist er. Halt, Krabi! Todesmutig stürzte er sich der Krabbe hinterher und war beinahe selber tot. Fantastisch. True Hero. Ein wahrer Held. Ja. Da ist noch ein Krabi. Ein wildes Krabi greift an. Und Kingler ist auch mit in der Haus. Tja, Jaffa zu langsam. Achso, Jaffa will jetzt wirklich mal kämpfen. Das ist ja mal eine interessante Abwechslung. Knack, knack, knack. Wollen wir gleich mal zu dieser Insel rüberschwimmen? Ich finde, das klingt nach einem voll guten Plan. Aber erstmal aktivieren wir natürlich diesen Monolithen hier.
Denn auch das ist ja eine Quest, die wir gerade verfolgen. Und wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, dass diese Monolithen sowohl Bestandteil der Schlüsselquest hier auf der Insel sind. Von daher, wir müssen es auf jeden Fall machen. Das ist nichts Optionales. Das ist etwas zwingend Verpflichtendes hier. Ich darf es nur nicht vor lauter Monstergekämpfe vergessen. Okay, Jafar hat das Plündern schon übernommen. Passt genau in die Fassung. So, das war Monolith 2 von 3. Epische Musik ertönte im Hintergrund. Beeindruckendes Bauwerk. Nee, die Insel machen wir später. Da führt uns nämlich, glaube ich, noch eine Schatzsuche hin. Oder haben wir die schon? Ui. Schatz am Strand von Taranis. Wo liegt der? Ha, der liegt auf der Insel. Okay, auf zur Insel. Ich wusste, es gab irgendeine Schatzsuche, die einen dahin führte. Ich wusste nur nicht, dass wir die Schatzkarte dafür schon haben. Auch so Mistviech, lass mich in Ruhe. Und auf geht's. Plötzlich kann Jafar schwimmen. Kann schwimmen, sehr gut. Der kleine Kerl kommt also hinterher. Es wäre doch sehr tragisch, wenn der hier irgendwie ertrinken würde. Was habt ihr so für ein Gefühl, wie es jetzt hier in Flüssigkeit läuft vom Spiel her? Ich finde, es läuft sehr flüssig, seit ich das jetzt auf die Externe schiebe und das Betriebssystem mit der Aufnahme irgendwie nicht in Verbindung steht. Ach, ist das schön hier. Und da oben rennt natürlich wieder was rum. Und der Musik nach hat es uns auch schon gesehen. Egal, solange er nicht da ist, kümmern wir uns erstmal um den Golem. Der Golem ist wichtiger, der gibt mehr Erfahrung. Und da ist er auch schon. Jafar? Ist der kleine Kerl jetzt doch ertrunken? Ne, dahin kommt er. Ist noch nicht so schnell im Schiff. Das ist ja kein Problem. Hauptsache, der kleine Kerl geht nicht verloren. Ob es da bei dem Schiffswrack was zu holen gibt? Das, finde ich, ist ein Blick wert. Wir haben ja Zeit, uns hetzt ja keiner. Ui, da gibt's viele Gegner. Ui, 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 was ist denn hier für eine Party? Party hart. Da kommt Jafar, plünder. Da war aber gerade die Textur ein bisschen sehr matschig. Okay, jetzt geht's wieder. Gut, Jafar, du plünderst, ich suche Muscheln. Ist noch irgendwas? So, Jafar, hast du geplündert? Hast du nicht. Was kannst du eigentlich? Sagt da unten nicht auch noch einer? Ah, ich fürchte auch, den können wir nicht mehr plündern. Na gut. Ah, das Skelett hat Jafar immerhin geplündert. Okay, dann gehen wir mal weiter. Denn irgendwo muss ja hier noch der Schatz kommen. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Okay, wir müssen zurück. Man kommt nur an der Seite, wo wir eben an Land gegangen sind, auf den Hügel hier rauf. Das hatte ich so nicht in Erinnerung. Doch, also im Schiffswrack da vorne schwimmen wir gleich auf jeden Fall nochmal. Ich will wissen, ob es da was gibt. Einfach weil es so einladend aussieht. Nein, es sieht nicht einladend aus, aber... Ach, ihr wisst, was ich meine. Es sieht aus, als gäbe es da was zu holen. So, jetzt haben wir es.
Hier haben wir jetzt irgendwo einen Schatz zu holen. Da. Goldpokalkrone, Bauplan für irgendeinen Klunker. Naja, geht besser. Geht schlimmer, geht aber auch besser. Einmal das Kirchen mitnehmen. Ach ja, Taranis. Wunderschöne Insel. Ein weiterer Screenshot. Dokumentation einer Inselreise könnte man das auch nennen. Schön ist, wir können gleich schön gemütlich mit dem Teleporter zurück in dieses Wasserfallareal da hinten springen und müssen nicht den langen Fußweg, hätte ich jetzt fast gesagt, Wasserweg, zurückschwimmen. Finde ich persönlich sehr angenehm. Ist hier hinten noch irgendwas? So viel Teleportstein, so viel Teleporter können wir gar nicht aktivieren. Geronimo! So, keine Ahnung, ob Jafar da hinterherkommt. Wir fressen auf jeden Fall erstmal ein Proviant, weil irgendwie hat uns das Gesundheit gekostet. So. Okay, am Schiffswrack sind wir angekommen. Die Frage ist jetzt, gibt's hier was? Skelette ich hier auf jeden Fall rum? Da ist eine Treppe, gehen wir die mal hoch. Da liegt was. Ui, 100 Gold, immerhin. Ich hatte jetzt aber ehrlich gesagt irgendwie mit einer Truhe oder so gerechnet. Moment, da war noch irgendwas. Wurfmesser. Naja, gut. Wir haben es uns mal angeguckt. Mehr gibt es hier nicht zu holen, obwohl da hinten vielleicht noch. Nö, das sind nur alte Holzbretter. Hier hinten gibt's auch nichts. Okay, dann teleportieren wir uns zurück in das Wasserfallgebiet hier hinten. So, die Frage ist, wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir könnten uns tatsächlich hier hinten rum erstmal längst durchschlagen, an der Küste. Also es gibt noch so ein paar Areale, die wir uns erkunden müssen. Wir hätten hier den Wald. Wir hätten das Gebiet um den See. Wir hätten dieses komische Sumpfland hier hinten oder was das darstellen soll. Und wir hätten das tote Land. Letzteres reizt natürlich am meisten, das ist ja klar. Aber ich bin für sich dafür, erstmal dafür, wir gehen diesen Küstenstreifen ab, teleportieren uns dann zurück und gucken uns mal ein bisschen im Wäldchen um. Ergo hätten wir eigentlich tatsächlich am Strand bleiben können. Naja gut, kann man ja vorher nicht wissen. Kann man ja vorher nicht wissen. Doch, hätte man vorher wissen können, wenn man ein bisschen geplant hätte, wie man vorgeht. Ich bin immer sehr strukturiert, was sowas angeht. Ich plane immer, okay, dann erst, wenn ich so eine Rollenspielkarte vor mir habe oder so eine Weltkarte vor mir habe, teile ich mir die immer gedanklich in Gebiete ein und grase die ganzen Gebiete dann immer Stück für Stück systematisch ab. Nimm jeden Gegner mit, nimm jedes Sammelobjekt mit, auch Gegner, die man vergessen hat, wie diesen Sandteufel hier. Dauert dann meistens ein bisschen länger, aber man ist halt sehr gründlich, was persönlich ich persönlich immer sehr angenehm finde. Ui, Drachenstepper. Und ein Skelett habe ich auch schon gesehen. Drei Skelette sogar. Vier Skelette? Alter Schwede, eine ganze Family. Jaffa, da hinten kommt Action. Bambule, wie die Eingeborenen sagen würden. Oh, da sind schon wieder Drachensnapper, ey. Wo sind wir hier nur gelandet? Hilfe. Au. Eher eine Knochenköppe. Drachensnapper kommt wahrscheinlich auch genau angekrabbelt. Jafar, wenn wir uns vielleicht ein bisschen wieder in diese Richtung bewegen, lassen uns die Drachensnapper vielleicht noch lange genug in Ruhe, dass wir die Skelette töten können. Das würde mir sehr gefallen. Ja, dem Skelett die Kehle durchgeschnitten. Fantastisch. Oh, unser Armbrust hat Bums. Ich wollte sie mal wieder testen. Ich weiß gar nicht, ob man gesehen hat, dass ich mit der Armbrust geschossen habe. Das ist immer ein bisschen schwierig hier. Oh, hätten wir den beinahe nicht geplündert. Das geht ja mal gar nicht.